Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, warum es jetzt so startet, liegt daran, man muss mit dem Spiegelschild dieses Auge da anleuchten und leider liegt es an den Controls, dass ich jetzt hier nicht wirklich... Oh Gott, das geht jetzt endlos so weiter. Boah, also das könnte echt schwer werden, weil ja, ich spiele es ja nicht wirklich am richtigen 3DS. Und deswegen spiele ich das mit dem Switch Pro Controller und leider ist der digitale 3DS nicht so empfindlich, was jetzt hier die Steuerung des Sticks dann anbetrifft. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe einfach aber einfach mal darauf, dass der jetzt dann nicht lange brauchen wird. So, ich glaube jetzt hier ist der Eingang zum Schloss und endlich kommen wir raus. Das ist by the way auch jetzt das UG, was wir ja schon mal gesehen haben. Toll. Herzteil. Ruinen von Ikana, da waren wir doch gerade eigentlich. Naja. Komme ich da oben irgendwie rauf? Irgendwie mit dem Enterhaken? Oder ist das uncool? Ich glaube, das ist uncool. Vogelscheuche, glaube ich, denke ich jetzt mal zu dem Moment jetzt noch nicht. Die und da oben kann ich mich auch nicht dranhängen. Da an diesen weißen Schalter. Tatsächlich. Ah, ich kann ihn aktivieren. LOL. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Naja, egal. Was ist? Da kann ich nicht sehen, aber ich spüre kalten Hauch des unbesagbaren Bösen. Vielleicht willst du ja diese dumme, hässliche Maske nochmal aufsetzen. Okay, du hast recht. Dann setzen wir sie da drauf. Aber erstmal müssen wir den hier killen. Der mir sogar noch einen Hit gegeben hat. Ich glaub's ja nicht. So, ja, und wo haben wir den? Den du jetzt... Achso, ich hatte die Maske gar nicht aufgehabt. Da ist er, ja. Gut, dann lasse ich die... Oh, ich hab in die falsche Richtung geguckt. Aber ihn dadurch gekillt, lol. In einem bestimmten Raum des Schlosses von Ikana kann ein Loch in die Decke gesprengt werden. Doch dies ist nur mit einem Sprengsatz von enormer Stärke möglich. Ja, und wie gesagt, haben wir uns ja schon das Pulverfass geholt. Licht gibt es hier etwa nicht, oder? Zumindest wird das Spiegelschild jetzt gerade nicht... Ja... aktiviert. So, was denn, wenn ich was dem Spiegelschild gegen einen Gegner einsetze? Ja, okay, ich glaube, es funktioniert einfach wie ein normales Schild. Es wird ja irgendwann mal was von Bewegen, Bewegung kopieren oder so gesprochen. Ich habe keine Ahnung. So, aber ich glaube, da hinten gibt es eigentlich jetzt nichts mehr. Außer jetzt vielleicht diese Grasbüsche, die wir vielleicht mitnehmen können für Magie. Oder auch für Herzen, genau. Das, denke ich mal, ist nochmal ganz wichtig für uns jetzt. Wer weiß nämlich, was da alles kommt. Wir sind jetzt hier bei dem absoluten Bösen und haben eine Fee hier direkt vor uns. Danke. Auch wenn wir sie, denke ich mal, eh nicht brauchen werden, aber... Naja, besser als keine, würde ich mal sagen. So, ich hoffe, wir... Ja, erlernen auch bald einen Song, damit ich ohne Probleme die Zeit auch zurückdrehen kann. Aber ja, wir werden das schon irgendwann dann sehen. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. What the fuck is going on here? Der Nachtclub von Ikana oder was? Okay. Sehr interessant. Das ist no shit interessant. Spiegelschild ist immer noch nicht aktiv. Doch, hier sollte es vielleicht gleich aktiviert sein. Okay, lass uns erstmal da das uns wegbrennen da. Zack. Aha. Okay, wir haben schon mal einen Weg. Und mit dem schalten wir den anderen Weg auch frei, oder was? Ja, scheint so. Okay. Ja gut, dann will ich aber noch einmal überprüfen, was ist denn, wenn wir Gyptomask aufsetzen? Hallo? Oh.
Ups, das wollte ich nicht. Aber anscheinend können wir die einfach killen und Rubine farmen. Lol. Okay. Ja gut. Ist da eine Kuh abgebildet? Ich glaube, ich habe mich verguckt. Oh nein, nicht schon wieder die Hand. Warte, die killen wir direkt. Nein, schieß sie ab! Hä? Wieso kann ich sie nicht abschießen? Alter, letzte Sekunde! Hallo, töte sie doch! Bist du dumm? What the fuck? Haben die gerade alle rote Rubine gedroppt? Junge, Junge, Junge. Ne, die droppen blaue Rubine. Okay. Warte. Kann ich das Spielgeschick einsetzen? Immer noch nicht. Okay, da hinten lauern anscheinend noch mehr Zombies. Ist da auf dem... Oh, lol. Da oben ist ein Loch. Ja, warte mal. Das bedeutet, hier können wir unser Spiegelschild einsetzen. Oder? Oder scheint das Loch etwa auf... Nee. Hä? Wieso kann ich das Spiegelschild nicht einsetzen? Spiegelschild ist auch überhaupt nicht aktiv irgendwie gerade. Wie ihr ja auch sehen könnt. Egal, wo ich mich jetzt hier hinstelle, ne? Rausziehen können wir uns da jetzt aber nicht, oder? Das würde mich ziemlich wundern. Ziehen wir wieder mal die Gyptomaske auf. Ne, rausziehen können wir uns nicht. Ja, okay, dann lass uns erstmal in den anderen Raum gehen. Da gab es ja noch einen. Notfalls mussten wir halt hier nochmal gucken. Aber ihr seht ja auch hier, ich kann hier nicht irgendwie die... Das ist Spiegelschild aktive. Naja, wir waren hier, wie gesagt, hier noch nicht. Mal gucken, was sich hier befindet. Magie. Okay, dann werde ich mal das jetzt nicht aktivieren. Oh, lol. Okay. Ach du Scheiße. Boah, zum Glück bin ich da noch raufgekommen. Und damit deaktivieren wir die Lava, oder was? Ja. Was ist das? Keine Ahnung, ich glaube, damit hätten wir nur wieder den Lavaboden nach oben gemacht. Okay, ein Schalter. Gegner irgendwo? Ja, eine Skulltula. Hm. Du sagst, du kannst nicht gekillt werden. Who said that? Ja, okay, ich könnte vielleicht auch noch die Sprengsätze da hinten explodieren lassen. Lassen wir jetzt aber einfach mal. So, achso, ja. Der gute alte Deko ist ein bisschen zu leicht. Warte mal, wie kommen wir eigentlich hier weg? The fuck? Okay. Ich glaube, das sollen wir noch nicht machen, einfach. Naja, okay. Ne, warte mal, das müssen wir machen. Warte mal, es gibt... irgendeinen Trick, glaube ich, hier. Ne, warte mal, mit der Hasenmaske sollten wir es doch 100% schaffen, hier wieder zurückzukommen. Also, daran scheitert es, glaube ich, jetzt nicht. Die Hasenmaske können wir aber noch ein bisschen weiter springen. Deswegen sollte das eigentlich funktionieren. Ja, Bro, ey, wenn du dich auch an den ganz, ganz entfernten Rand festhalten willst. Kurz erkannt. Ich wusste es. Okay. Ja, warte mal. Okay. Okay, nee, warte mal. Ja, warte mal. So, jetzt wieder gucken. Lass uns mal erstmal die Skill-Taster killen. Und uns das explodieren. Kette kaputt machen? Mhm. So. Ich denke mal übrigens, das mit dem Loch in der Decke ist bestimmt im ersten Raum verlangt. Um da auf dieses große zu schießen dann. Ja gut, aber... Warte mal, ich glaube, das ist ein Weg da hinten.
Obwohl, ich glaube, wir schaffen das auch so. Lol, aber habt ihr gesehen? Jetzt ist die eine Stachelkugel da weg. Lol, das war eigentlich ganz schlau, dass wir das gemacht haben. Ich habe das mal ohne Hasenmaske gemacht, das geht auch. Es sieht auch richtig cursed aus, also keine Ahnung, ob das so geht, aber ich denke jetzt mal schon. So. Zu den prügen mich jetzt mal nicht irgendwie. Ich denke mal, da gibt es eh nur Magie und sowas. Haben wir alle schon genug, genauso wie genug Rubine. Nein, nicht hitten. Boah, zum Glück. Lol. Herzenregen. Dekonüsse. Oder gibt es hier einen Boss, oder? Also wir kommen auf jeden Fall jetzt ins erste EG. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Mann. Soll ich euch mal die Karte zeigen? Da waren... Nee. Wo waren wir denn gerade? Weiß ich gar nicht. Aber Alter, wie riesig ist das? Da, hier U2. Aber wie sind wir denn jetzt in U1 plötzlich gekommen? Das ging ein bisschen zu schnell. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Achso, U1 waren wir schon. Und EG war dann... schon... diese Ruine? Das bedeutet, das ist gerade der richtige Weg. Schätze ich jetzt mal. Aua. Oh lol. Jetzt sind wir auf dem Dach. Lol. Was kannst du mir sagen? Auch das mit dem Loch, oder? Um den Zorn des Königs von Lycana zu widerstehen, verbrenne alles, was das Licht abhält und lass den König von diesem Licht kosten. Um den... Verbrenne alles, was das Licht abhält. Ja, einfach das Licht anmachen. Okay. Ja, ist ja egal. Kann ja alles sein. Können ja Bäume sein. Kann alles sein. Ja, ich würde sagen, wir holen uns das einfach... Oh! Ich erschrocken jetzt gerade. Ich glaube, wir holen uns jetzt einfach mal das, Herzteil, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So, warte mal. Zack. Sollte, glaube ich, schon möglich sein. Scheiße, da muss ich aber den ganzen Weg zurück machen. Ich glaube, wir holen uns das später, oder? Ja, lass uns... Hä? Ach so. Ja, okay, wenn das so ist, dann holen wir uns doch. So, dann nochmal einen kurzen Versuch. Ich muss die ganze Chose jetzt nochmal machen, ist aber auch egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Ach, aber naja, schon nervig. Egal. So, dann will ich jetzt mal... Ja, ich weiß, jetzt wäre der eine wieder hier. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wir wollen das jetzt erstmal so machen, dass wir uns das Herzteil holen. Und dann werden wir... Hä, wie habe ich denn das vorher geschafft eigentlich? Achso, einfach so, okay. Und... Boah. Aber ich glaube, man muss doch nach unten, oder? Na, lass uns jetzt mal überhaupt gucken, dass, welches das... wie viel der Herzteil es ist. Zwei Teile. So, warte mal, kann er mich runterhauen? Nein, nochmal. Weil ich glaube, dann sollte es funktionieren. Komm, hau mich nochmal runter, bitte. Na, jetzt hier. Ja. Nein, du bist runtergesprungen. Scheiße, scheiße, scheiße. So, ich hau mir jetzt nochmal das Herzteil. So, und jetzt mal gucken. Also, ich bin eigentlich der Meinung... Das kann nicht sein. Okay, dann müssen wir das Herzteil später holen, weil ich habe jetzt absolut null Lust, das nochmal alles zu machen. Ja gut. Boah, meine Fresse, aber hier gibt es auch nur Scheiße, wirklich. Hier fliegt nur ein Stück Scheiße rum, da und der anderen liegt noch ein Stück Scheiße rum. Wir sehen uns nächstes Mal von der Josephine Majora's Mask. Ach du kleines Steigsteil.